Diese nachfolgenden Generationen, meine Damen und Herren, die verstehen unter Lebensqualität etwas anderes, zum Teil als wir es tun. Und dazu gehören eben auch Eltern und Väter, die nach einer Geburt eben das Familienleben intensiv leben wollen. Und darum ist es für mich selbstverständlich, ein Vaterschaftsurlaub gehört dazu. Ein Vaterschaftsurlaub würde die Wirtschaft mit zusätzlichen Abgaben belasten. Die Wirtschaft, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind vielfach schlichtweg nicht in der Lage, immer höhere Beiträge und Lohnabzüge in Kauf zu nehmen. Die unerklärbare Differenz zwischen Mann und Frau beträgt rund 7,5%. Das entspricht einem 13. Monatslohn oder durchschnittlich 7.000 Franken. Man stelle sich vor, die Männer müssten auf ihren 13. verzichten und es jahrzehntelang still und brav schlucken. Undenkbar. Was kommt als nächstes? Ist es die Migrationsquote? Ist es die Quote nach sexueller Orientierung? Oder gibt es eine Jungenquote? Weil wenn wir in die Teppichetagen schauen, finden wir wenig Junge.